Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Team Sonic Racing. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen offscreen gespielt, habe fast überall Expert geschafft. Und hier diese besondere Herausforderung geschafft. Ist halt irgendwie nicht über Gold, was ein bisschen traurig ist. Und ich muss halt noch Expert machen, aber ist egal. Wir machen hier jetzt weiter. Stage 3-1. Ich habe aus dem Verstand drin gedrückt. Fängt schon mal gut an. Auf normal. Yes. Wäre ein bisschen zu lange dauern würde. Und ich habe ein bisschen normale Rennen halt gefahren. Hast du was freigeschaltet? Ja. Und wir machen Place, weil wir Team Zukunft halt erst letzte Folge freigeschaltet haben. So. Frozen Junkyard. Nee, kann ich mich nämlich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht erinnere ich mich sofort, wenn ich die Maps sehe. Ja, relativ. Immer die gleichen Maps. Ich glaube, ich habe die Map nur einmal gesehen oder so. Also einmal selber gespielt. Oh, hier sind jetzt Eggman und zwei seiner Roboter. Ich glaube, ich habe die Map noch gar nicht gespielt. That's terrible. Finde schade, dass man halt man doch die Map habe ich schon gespielt. Finde schade, dass man halt im lokalen Spiel, dort wo man halt direkt in einzelnen fallen kann, halt nicht einfach sagen kann random, sondern dass man halt halt wirklich direkt selber aussuchen muss. Und ja, Racing hat sehr viel Potenzial, die rein theoretisch Masse an Charakteren, die sie auch nicht genutzt haben. Nutzen die halt einfach nicht. Man hätte Random Stages Rennen machen können. Oder dass man sein Team komplett picken könnte. Aber naja, wenn man es nicht macht, dann macht man es halt nicht. Ich habe auch, während ich offscreen gespielt habe, gemerkt, dass Team Rose ziemlich hart cheatet. Also, die sind irgendwie fast immer Erster oder Zweiter. Was halt irgendwie merkwürdig ist. So, es ist halt nie irgendein anderes Team, es ist halt immer nur Team Rose. Sind die irgendwie super stark? Also, die Meta-Charaktere? Guck mal, jetzt sind sie auch schon wieder ganz vorne. Halt echt nicht nett. Ah, ich habe Amy geroastet. So, und ihr seht, ich habe mein Fahrkünste halt ziemlich gut verbessert. So. Ja, ich weiß jetzt, wie man fährt. Ups. Und der macht das. Du dumm. Nee, nein. Und lol. Nun, Lucky, was machst du da? Oh lol. Nein, die gehen am Ultimate. Okay. Wir haben jetzt auch Ultimate. In der nächsten Runde. Ich finde diese Musik ist halt, also, die ist was ein Planet halt, so ist. Wir haben Team Ultimate. Bedeutet dann ziemlich schnell und leicht beenden kann. Ohne Probleme. Komm, gib her. Nein. Natürlich bin ich Hardcore, deshalb bin ich auch irgendetwas.
Finde ich gut, finde ich gut. Jawohl, super. Achso, das Ultimate. Okay, warum muss man jetzt Chance? Das war Silver, der automatisch Ultimate eingesetzt hat. Jetzt ist Silver so weit hinten. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich bin Erster. Vector scheint auch hundertprozentig Zweiter zu werden. Problem ist halt, Silver ist gerade das Problemkind. Aber ist trotzdem geworden. Easy. Null Problemo. Zack! Na, von was dann? Dass sie nicht letzter geworden sind? Bist du deshalb zufrieden? Beziehungsweise erstaunt? Jawohl, alle 3 Sterne. Z2. Wofür Annie aufs Buff Commission and Performance Team Ultimate Edition. Oh Gott! Okay, es wird schwierig zu farmen werden. Ich spiele mit Silver, den ich halt nicht einmal privat gespielt habe. Aber die anderen Charaktere mindestens einmal. Jetzt teste ich hier ihn jetzt zumindest zum ersten Mal. Und vielleicht finde ich ihn gut. Aber wenn nicht, kann ich jetzt jedes Mal schreien, it's no use. Ich kenne die Memes, denn ich bin ein Internetkind. Deshalb kenne ich auch die ganzen Memes. Denn Memes sind toll. Im Gegensatz zu mir. Und ich habe jetzt auch das Timing also mit dem Dings. Ich habe nichts gesagt. Ach, jetzt spielt Team Edgeshot auch mit. Hallo, Akbar. Oh, niemand getroffen. Ja, halt im Maul. Übrigens, der neue Synchronsprecher von Shadows hat einmal Scheiße. Es tut mir leid, Shadow-Fans, aber. Shadow klingt halt nicht mehr wie Shadow. Ich sollte anfangen, Dings benutzen. Ich mag auch die Hupe nicht, also ich höre die nicht. Du Hurensohn, der hat mich einfach. Bam, voll die Fresse. Bang, voll die Fresse. Bang, voll die Fresse. Bang, voll die Fresse, wie auch immer. Und die Ultimate aktivieren in der ersten Runde. Nice. Now we are unstoppable. Unstoppable, by the way. Der ist halt mit Absicht in die Seite rausgefahren. Das habe ich gesehen. Du Pisser. Oh Leute. Wir gehen jetzt auch schon Ultimate an. Eigentlich wollte ich eine Itembox abgeben und nicht eine erhalten. Du Pisser. Danke, Piss. Anyone need anything? Warum wurde ich jetzt schneller durch das Speedpad? Oder zumindest hat es nicht angefühlt, als wir schneller geworden. Anyone? Can I be of assistance? Tschüss, tschüss. Au. Gesniped. Als ob, was mich noch getroffen hat. Als ob mich das getroffen hat. What the fuck? Also wir haben auf jeden Fall Dings. Die zweite Ultimate.
An wen habe ich das übergeben? Du bist wieder zu. Nee, du Pisser, du hast einfach bekommen. Mir nichts zurückgegeben. Wie ein Hurensohn. Oh, man place einfach die Ultimate, die ist schon aktiviert. Und wieso wird mir nicht Bescheid gesagt, dass die Ultimates aktivieren? Ich bin schon unfair. Ich meine, ich habe halt meine Ultimate jetzt für Notfall. Zum Beispiel für dieses jetzt. Oder Notfall, ich weiß aber. Hey, ich bin Head. It's no use for you enemies. Was war das? Give it up, you have ultimate power. Zanik. Dann kommst du endlich in der Pubertät und kriegst deinen Stimmbruch. Nein, die Batterieleistung lässt nach von einem Controller, den ich nicht angeschossen habe. Alles klar. Puh. Und das war jetzt ein bisschen unfair, dass jetzt weiter wurde. Wegen einer Ultimate, die halt aus dem Nichts kam. Und warum so hart am Ende? Hallo, der Cheater. Ich hoffe, ich kriege den Schlüssel trotzdem noch. Nein! Jure! Ich krieg jetzt bestimmt den Schlüssel nicht. Und ich komme jetzt auch bestimmt nicht weiter. Doch, oh Gott. Glück gehabt. Finde ich top. Bin out für, wenn 5 times. Ich bin weniger als 3-mal, 5-mal getroffen zu werden. Mal Victor. Ob es mit Victor klappt, das weiß ich nicht. Ja, aber Silver fühlt sich auf jeden Fall super langsam an. Ein Team Future fühlt sich irgendwie generell so etwas anders und merkwürdig an. Aber wie Shadow einfach geschieden hat, finde ich nicht gut. Dürfte nicht sein. Ich bin dafür, dass wir Shadow boykottieren. Ich glaube, ich mache auch den Game ein bisschen lauter hier. Zack. Hoffentlich ist das genug. 3. 3. 3. Oh! Du Pisser. Da hat er mich auch einfach aufgehalten. Den Weg zu gehen, den ich eigentlich gehen wollte. Ja. Okay, da hätte ich das dann machen sollen. Okay. Ich wollte gar nicht nach Hilfe requesten, sondern Hilfe anbieten. Aber jetzt habe ich Flammenwurf. Kappa. Ach, gedodged. Ha. Verkackt. Ja, das finde ich so gut, dass es geht. Und wir haben Sonic jetzt. Solange es kein Team Rose ist, ist mir scheißegal. Und Silver ist schon der letzte, der Wichser. Ich meine, wo sind die Memes? Okay, versuch dein bestes Space. Ich glaube, Silver könnte es eher gekocht als ich.
Ja, hoffe ich für dich, Place, weil ich fahre merkwürdige Wege. Denn ich bin merkwürdig. Anybody need a hand? Ja, Mann, Alter, ich fühle mich richtig gut, Mann. Ich hier. Ungeschaut. Ja. Hehehe, witzig. Vor allem, ich fand die Beschreibung, wie man es kontert, sehr gut. So, ja, hab am besten einfach zu dem Zeitpunkt die Ultimate gebracht. Mehr stand halt nicht das, um das zu kontern. Hab einfach die Ultimate bereit, wenn es kommt. Oder sein Team. Oder hab Geist. Ja. Was man ja auch nicht immer hat. Und nicht mit jedem Kacken. Ey, Silver ist mal nicht letzter. Finde ich gut. Finde ich. Okay, ich hätte es dann so vielleicht zurückzugucken. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Aber ich, wenn ich würde ich dumme Sachen machen. Um mich dann damit beschweren, dass ich etwas Schlaueres machen hätte tun sollen müssen. Help. Alter, wir sind so verheilt. Holy shit. 4 Sekunden. Holy shit. Das ist halt extrem weit vorne. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Yay! Wieder voll 3 Sterne. So, Ernest. Ich will dies. Dann mache ich das. Glaube ich. Komm, ich spiele mit Place, weil es Vulkan ist und Feuer und Place ist halt eine Feuerbitch. Ich meine, sie ist hot, ja. Deshalb kann sie auch so gut mit Feuer umgehen. Kappa. Aber gucken, wie die Ringe so platziert sind und vielleicht ich das treffen kann. 450 Ringe. 3. 3. Nein. Lol. Omega. Das war terrible. Wenn es überhaupt ein Next Time gibt. Es sieht gerade nicht so gut danach aus, als würde es nächstes Mal gehen. Ich meine, wir schaffen noch nicht mehr Silber. Mindestens Silber, komm schon. Hätte ich das nicht verkackt, denn... Ich habe mehrere Sachen verkackt, sagen wir mal so. Sachen, die halt nicht. Das habe ich zum Beispiel besser gemacht. Okay, da hätte ich mich besser platzieren sollen. Verdammt. Terrible. Ich glaube, ich hätte jetzt genau. Entweder genauso scheiße oder noch schlechter als davor. Ist noch schlechter als davor, glaube ich. Holy fuck. War halt nicht gut. Das war halt nicht gut.
Okay. Das ist schon mal besser. Ich würde zwar sagen, nicht super perfekt, aber immerhin besser. Okay, mir ist auch in dieser Runde zum ersten Mal aufgefallen, dass man wirklich driften muss, um Zeitbonus zu bekommen. Wusste ich vorher nicht. Ich habe zuvor immer nur so gedriftet. Einfach um eventuell einen Boost zu bekommen. Aber dass man wirklich. Ja, halt im Maul. Wer wirklich driften muss, um Zeitbonus zu bekommen, ist halt. Das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Finde ich gut. Finde halt nicht. Scheiße, verkackt. Nochmal verkackt. Hab schon mehr Zeit, aber weniger Ringe langsam. Ich glaube, ein Technik-Charakter wäre viel besser. Dann könnte ich auch rein theoretisch die ganze Zeit in Lava fahren. Also mit eventuell Abkürzung nehmen. Aber das müsste ich erstmal auch Ringe einsammeln können. Wäre, glaube ich, schon ein Vorteil. Ich nehme mal Tails. Weil ich denke, teilweise über Lava zu farmen ist halt besser. Vor allem so schwierig, wie die Strecke eigentlich ist, würde es einen großen Vorsprung geben, auch über Lava fahren zu können. Vor allem mit dem Technik-Charakter habe ich eh ein bisschen mehr bessere Lenkung. Und ich habe auch privat jetzt sehr viel Tails gespielt, also da komme ich mit der Steuerung auch ein bisschen von Tails klar. Und dann mache ich sowas. Guck mal, jetzt hat es sich zum Beispiel schon gelohnt, Technik-Charakter zu haben, weil ich bin gerade über die Lava gefahren und das hat mir nichts ausgemacht. Also ich bin halt nicht direkt über Lava gefahren, sondern schon vorangestreift, aber ist ja immerhin auch etwas. Ist trotzdem Lava. Lava, Lava. Zack. Tausendmal besser, tausendmal besser. Holy shit. Den darf ich übersehen, den brauchst du nicht kommen. Oh Gott, ich habe zumindest. Guck mal, der hat sich schon mal gelohnt. Der hat sich schon wieder gelohnt, den Charakter zu nehmen, aber ich habe es geschafft. Also zumindest das Silber. Was wir haben wollen. Und ich bin fast eine komplette Strecke. Wie viel braucht man für Gold? Ich glaube das Doppelte, ich meine Platin. Platin braucht man, glaube ich, das Doppelte. Und in eine Strecke, also in eine Runde Silber zu halten, denke ich. So, Destruction. Smash at least 12 Tages World Drifting. Okay. Mir zuerst Dings. Ich glaube, es würde von der Zeit nicht reichen. Dann spielen wir Knuckles. Genau, Knuckles. Hier auch bei der Character Selection könnte man zum Beispiel auch ein Random hinzufügen. Falls man einfach irgendwelche random Charaktere spielen wollte, so. Also ich hoffe, dass sie das Spiel auf jeden Fall irgendwann mal patchen und noch
Die zumindest Randomizer hinzufügen. Different targets offer more points when destroyed. Different targets offer blah blah. Driftfire destroying targets for score bonus. Okay. Ich würde sagen, war super. Hätte ich nicht besser regeln können. Uhu, der war ein Technik-Charakter gewesen. Ich war zwei Links gedrückt. Ja, ich lass mal leben. Ja, Batterieleistung lässt nach vom Controller, den ich nicht benutze. Denn ich benutze einen Pro-Controller. Ich bin ein Pro. Zack, Instant Silberstein. So fucking gut. Und ich werde gesehen. Zapped und beim Haters. War eigentlich überhaupt meine Mission. Wahrscheinlich wegen des Driftens ein paar viele zu zerstören. Ja. Und Drifting also. Komm. Ich nehme Sonic. Mit meinem pinken Auto. Ich mache zwei, drei Versuche oder vier. Und wenn es dann nicht klappt, dann mach mir wieder Pack Openings. Drei, drei, eins, lol. And the way I go. Ich werde so einen Schuss nie bekommen. Ich glaube, ich weiß, wie ich einen Schuss bekomme, aber ich denke, man muss auch zumindest die Silbermedaille halten, damit es mit dem Schuss funktioniert. Darum hasse ich mein Leben. Hey. Und ich bin da verkackt. Bin ich scheiße. Warum bin ich so scheiße? Gerade mein ganzes Leben an mir vorbeisausen sind. Okay, den habe ich nicht bekommen und wie auch immer ich das gemacht habe. Ich war ein bisschen forst. Ja, der war mir nicht gut. Ja, mit wem redest du, Sonic? Denn niemanden, den du beleidigen hättest können.
Ich bin ein Vollidiot. Denn ich bin super dumm. Ich bin stinkender Scheiße. Wow, Bad Move. Nee, 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 nee. Drei. Eins. Lul. Hatten alle dazu. Hab's gehört. Last Look und Losers. Fangen alle mit L an. Also eine Alliteration. Ja, Mann. Bin ich getroffen. Okay. Läuft schon mal in Ordnung. Ich kann die Nix nicht sehen. Er ist ein bisschen versteckt gewesen. Das ist ein Arschloch-Move. Von Neger. Ich meine, das Neger. Was auch immer du laberst, ich höre die eh nicht. Ich habe eine komplette Runde geschafft, aber nicht Silber. Ah. Ich bin halt nicht mal anders an Silber rankommen. Ja, ich muss Silber schaffen. Aber ich habe 847 Punkte. Wollte ich gar nicht. Zeit zum Kaufen. Und wir halten. No. Best Blasters. Ich muss gerade überlegen, wie ich sagen wollte. Swift Glider. Alter. Eternity Booster. Monster Threats. Joy Toon. Legendary Turbo Jets. Razor Hubs. Nein, einer zu viel. Nein. Swam Crocus. Focus Hood. Casino Park Fiend. Seti Moor. Seti Rollers. Hey, jetzt sind die Roller. Hench Hunches. Smooth Rollers. Legendary Claw Frame. Legendary Eternity Booster. Protector's Bow. Stickleaf Tall Tail. Bob Fender. Peaceful Revolvers. Snapper Hood. Whisker Wheels. Aeon Engine. Legendary Scale Thruster. Integrated Speed. Mode Bonnet. Ultimate Defense. Beast Engine. Legendary Splash Engine. Rumble Wheels. Mario Spoon.
Du hast der Tour. Moritz Saloon Fiend. Command Pinions. Cyclo Drive. Prowell Engine. Velocity Spoiler. Immer diese scheiß Spoilern hier. Nave Spinners. Juggernaut Plating. Fusion Reactor. Legendary Tempo Tires. Legendary Metal Spine Spinners. Das war's. Wir sehen uns ja nächste Folge. Bis dann, ciao.